Anstoß und gegen den ECD Nummer 15, Danny Held, wegen Crosschecks. Nun jetzt nicht zu offensiv, muss die Devise lauten für beide Mannschaften, denn dann hat man schnell einen Konter drin. 3 gegen 3 also, knapp 2 Minuten. Spry, dazu kurz, Kiesling, Tronschka. Oh, Meitinger verliert die Scheibe. Ja, richtig, das Spiel breit machen mit 3 gegen 3. Jako. Ja, richtig, Pokorny macht einen Block. Und Chance ist frei! Chance ist frei! Pass nach innen! Eieiei! Schuss für Pokorny, Chance! Oh. Tronschka. Jako, ich hab's Ihnen versprochen. Bei 3 gegen 3 ist alles drin. Ah, da wechseln die Kölner. DCD schläft. Alles frei. Geiler, auf und davon. Alleine. Oh, da lag die Scheibe frei. Aufregende Sekunden jetzt bei 3 gegen 3. In dieser wichtigen Phase. Außerhalb. Und da hat Fuß die Scheibe und die Strafe von Romberg ist vorbei. Wir haben es gehört, glaube ich, durch den Stadionsprecher. Auch das gibt's. Die Tür klemmte auf der Strafbank. Das ist natürlich bitter für einen Spieler. Da ist er halt oben drüber geklettert, der Peter Romberg, über diese Plexiglas-Verkleidung. Das ist hier Jaroslav Buza, bislang einer der auffälligsten Spieler beim ECD. Es geht weiter, Mittelbully, 4 gegen 4. Und jetzt sind beide Mannschaften auch wieder komplett, 5 gegen 5. Die aufregende Phase, 3 gegen 3. Haben beide Mannschaften gut überstanden. Romberg gleich wieder dabei nach seiner Boxeinlage vorhin. Danny Held. Bislang nur 10 Strafminuten hüben wie drüben. Die war draußen, die Scheibe, die war draußen, aber Vorteil, Vorteil. Abseits, Abseits, ja. Ja, wir haben es gesehen, was Harry Flügel da gemacht hat. Und das gibt eine Strafe gegen ihn. So was Dummes muss man natürlich sagen. Er reklamiert. Dabei war es eine ganz klare Situation. Flügel stand im Abseits, so habe ich es zumindest gesehen. Und dann reklamiert er auch noch, klar, dass so ein Unparteiischer wie Böhm. Eine 10-minütige Disziplinarstrafe gegen den ECD, Nummer 28, Harry Flügel, wegen unsportlichen Verhaltens. 10 Minuten Disziplinarstrafe gegen Harry Flügel. Für ihn ist das Spiel beendet, da nur noch 9 Minuten zu spielen sind. Das heißt ja, im Eishockey, dass der Spieler nicht eingesetzt werden kann, aber natürlich nicht an anderen ersetzt werden kann. Jetzt werden Gegenstände aufs Eis geworfen. Wir sehen hier Blechdosen fliegen, Flaschen fliegen, Feuerzeuge fliegen. Der Unmut der Zuschauer macht sich breit wegen dieser Entscheidung. Aber ich verstehe die Fans auch nicht ganz. Sie müssten eigentlich auch ein bisschen böse sein auf ihren Stürmer Harry Flügel, der sich da zu dieser Geste hat hinreißen lassen bei diesem Spielstand. 10 Minuten Disziplinarstrafe. Für ihn ist das Spiel gelaufen, aber der ECD kann natürlich mit 5 Spielern weitermachen.
Bislang ein relativ faires Spiel, was die Strafminuten anbelangt. Jeweils 10 Strafminuten für beide Mannschaften und jetzt für Iserlohn noch die 10 Minuten Disziplinarstrafe. Die Iserlohner sind ja ein bisschen bekannt dafür als Raubeine in der Liga. Sie stehen in der Fairness-Tabelle ganz unten. Das kommt durch ihr körperbetontes kanadisches Spiel. Aber diese Strafe von Harry Flügel war sicherlich überflüssig. Matiako, 2-1. Ah, da zögert er ein bisschen lang. Er hätte auch abspielen können auf Hardy. Naja, was soll's. Vertan. 8 Minuten vor dem Ende bleibt es beim 1:0 hier in der Iserlohner Eissporthalle. Durch eben diesen Matiako in der 36. Spielminute. Inisiuk. Und wieder abgefangen. Bislang gefällt mir der ECD in diesem letzten Drittel eigentlich recht gut. Hardy. Vorbei. Jako. Tor. Matiako. Hier im Bild. Erzielt das 2:0. Als hätten der meinen Kommentar gehört. Denn der ECD war in diesem letzten Drittel bislang die bessere Mannschaft. Und was sich hier abspielt in der Iserlohner Eissporthalle, ist wie in einem Tollhaus. 2:0 durch Matiako mit der Nummer 21. Torschütze durch die Beine von Helmut Deraab. 7 Minuten und 45 Sekunden noch zu spielen. 2:0 für den ECD Iserlohn in der 52. Spielminute. Hier sehen Sie es nochmal auf der Anzeigetafel, den Spielstand und auch noch die Zeit. 7 Minuten 45 Sekunden noch zu spielen. Ist das schon eine Vorentscheidung? Man muss vorsichtig sein. Bei den Haien ist alles möglich. Aber die Fans haben ihren Helm, Sie hören es. Matiako rufen Sie in der Iserlohner Eissporthalle. Dabei hat er alles so schlecht begangen. Pusa! Hey. Zwei Linien. Das ist nicht erlaubt. Spiel über zwei Linien. Und die Fans feiern ihren ECD auf den Rängen. Jubel. Bulli jetzt aber hier mit Runschka. Bleiben wir beim Spiel. Noch ist nichts entschieden. Dieses 2:0 ist allenfalls eine Vorentscheidung. Jetzt heißt es kämpfen, dieses 2:0 über die Zeit bringen. Romberg hält. Pusa. Pass. Oh. Pass auf Bruce, das war schön gespielt. Aber ein bisschen zu steil. Nur nicht zu offensiv jetzt. Da werfen sich die Spieler mit allem, was sie haben, in die Schüsse. Krupp. Da ist die Scheibe. Weiter geht's. Icing. Meine Güte. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, wenn mir da ein bisschen die Stimme überschlägt. Hier ist der Teufel los in Iserlohn. Die Zuschauer ahnen hier die Sensation, die Überraschung der Außenseiter. ECD Iserlohn für 2:0 gegen Köln. Und das 6 Minuten 40 vor dem Ende. Da kann einem schon mal ein bisschen die Stimme durchgehen. Zumal hier unter den 5000 Fans man sein eigenes Wort ja kaum noch versteht. Bulli vor dem Iserlohner Tor. Barry gegen Hardy. Trunschka. Oh. Da stockt den Fans der Atem hier. Abgefangen. Na, das war eine kleine Handball- oder Basketball-Einlage, wie Sie wollen. Die Scheibe ist aus dem Drittel. Luft, Befreiungsschlag, nennt man das. Bulli vor dem Iserlohn-Tor.
Ja, und was Iserlohn machen muss, das sagen hier die Fans ihnen schon. Iserlohn kämpfen. Das Einzige, was ihnen übrig bleibt. Sollte Iserlohn dieses Spiel gewinnen, sollte es beim 2:0 bleiben, dann wird es am Freitag noch keine Entscheidung geben mit Köln, sondern mit Sicherheit gibt es ein viertes Spiel und Foulspiel an Krüger, Überzahl. Und jetzt kann Iserlohn, solange man in Scheibenbesitz bleibt, mit 6 Feldspielern, der Torwart ist draußen, die Strafe ist angezeigt, doch noch ein Tor machen vielleicht. Krüger! Vorbei! Mein Gott! Helmut Deraf hat die Scheibe. Aber die Strafe ist ja angezeigt. Sie wissen das im Eishockey. Wenn eine Strafe angezeigt ist und die Mannschaft, die dann in Überzahl käme, im Puckbesitz bleibt, dann darf man zugunsten eines 6. Feldspielers den Torwart rausnehmen und solange, wie man im Scheibenbesitz bleibt, wird nicht unterbrochen. Jetzt 2 Strafminuten gegen Brian Young. 5-4. Das Ganze 6 Minuten und 1 Sekunde vor dem Ende. Jetzt gibt es dort eine Unterbrechung. Ich weiß nicht, was da unten los ist. Ein Spieler verletzt. Andreas Bocconi, der 17-jährige Nachwuchsverteidiger, hat sich da verletzt. Es wäre bitter. Der ECD hat ja schon 2 Stammverteidiger verletzt mit Sepp Klaus und Thomas Dolak. Hoffentlich nichts Ernstes bei Bocconi. Er muss ja schon mit Romberg hier in die Bresche springen. Und die beiden Jugendspieler, sie machen das ausgezeichnet. Das muss man an dieser Stelle einmal sagen. Gegen so Haudegen wie Kühn, Krupp, Kiesling, Jung und Denisiuk halten sich diese Verteidiger tapfer. Wir wollen mal sehen, ob es was Ernstes ist. Ob der junge Andreas Bocconi gleich wiederkommt. Ich bin sicher, er wird die Zähne zusammenbeißen und noch einmal hier in dieses Match eingreifen. Bulli mit Hardy. 5-4 Überzahl. Schön gemacht von Krüger. Der Ralf Krüger hat sich gesteigert in diesem Spiel. Gar keine Frage, wie die ganze erste Reihe um Jako, um Hardy. Ich hatte sie ja noch kritisiert im ersten Drittel. Und dann schossen sie 2 Tore. Marti Jako hier. Nerven wie Drahtsalat der Mann. Schön, jetzt Geiler. Fährt in das Drittel der Kölner. Wird gelegt. Weiter, sagt der Schiedsrichter. Weiter. Oi, oi, oi. Barry. Jako. Schön gemacht. Auf Hardy. 5-4. Bis jetzt noch kein Powerplay der Salona. Pusa. Pass nach innen. Vorbei. Erstmal wieder Befreiung und Luft für die Kölner. Und Iserlohn im Moment das Motto. Oh! Ein grober Fehler von Peter Geiler. Da war Schiller selbst ein bisschen überrascht, dass ihm sein ehemaliger Vereinskamerad Peter Geiler da die Scheibe maßgerecht hinlegte. Aber jetzt spielen sie ja getrennt. Aber weiter geht's. Powerplay der Iserlohner. Danny Held, Mike Bruce, Marti Jako, sie kämpfen da um die Scheibe. Jetzt auch bei Iserlohn, die Angriffsreihen durcheinander. Pusa, Pfosten! Oi, oi, Pfosten! Haben Sie das gesehen? Pfostenschuss von Pusa. 4 Minuten vor dem Ende, das wäre es gewesen, das wäre die Entscheidung gewesen. Welch eine Dramatik hier in diesem Spiel. Und immer noch Überzahl, immer noch einmal mehr. Pusa! Spry! Powerplay! Aber jetzt Köln wieder komplett. Das hat überhaupt nichts zu sagen. 3 Minuten und 50 vor dem Ende, 2:0. Ein Tor und alles ist wieder offen. Aber es hat nur noch Druck gemacht während dieser Strafe. Hat sich nicht versteckt, will das dritte Tor, will die endgültige Entscheidung. Grunschka wird attackiert. Hinaus. Kämpferisch und konditionell die Iserlohner durchaus überlegen, das muss man sagen. Sie haben kräftemäßig mehr zuzusetzen. Abseits. Was soll's, ein bisschen Luft. Zeit zum Auswechseln.
Spannung hier in der Iserlohner Eissporthalle. Nach zwei Toren von Matiakos steht es sicherlich 3 Minuten 23 der bislang größte Erfolg sollte es dabei bleiben in der Vereinsgeschichte des ECD in einem Halbfinale, um die deutsche Meisterschaft einen Sieg zu landen gegen die so hoch favorisierten Kölner. Die Kölner waren ja, das wissen Sie, in der Vorrunde Erster, der ECD nur Vierter, Überraschungsvierter sowieso schon. Beide gewannen klar ihre Viertelfinalspiele in 3 Sätzen, wenn man in der Tennissprache so sprechen will. Köln gegen Schwenningen und Iserlohn gegen Landshut und stehen nun hier im Halbfinale sich gegenüber. Und nach 2 Spielen sollte es bei dem 2:0 bleiben, würde es dann 1:1 stehen. Ausschlaggebend könnte, wie gesagt, das 5. Spiel werden, aber so weit sind wir noch lange nicht. Peter Geiler, gerade mit dem katastrophalen Fehler. Jetzt wird auch die Raaf nervös, er lässt die Scheibe nach vorne abprallen. Jan. Hardy. Schön macht er das. Ausgebremst. Oh. Icing, unerlaubter Weitschuss. Bulli vor dem Iserlohner Tor. Ja, da fehlte nicht viel bei diesem Schuss von Hardy. Zwei Minuten und 51 Sekunden müssen die Fans hier in der Iserlohner Eissporthalle noch zittern um ihren ECD Iserlohn. Und fast scheint die Überraschung perfekt zu werden. 2:0 führt der Außenseiter Iserlohn. All dieweil Mike Bruce mit Gerd Runschka zum Bulli bereitstehen. Spry, Foulspiel ist sowas. Nicht geahndet. Oh, Kiesling. Richtig raus, weg damit, hält. Ah, Kiesling hat aufgepasst. Es ist klar, dass Iserlohn jetzt nur noch versucht, das Ergebnis zu halten. Ja, schön macht das Cesmir Fuß als Libero sozusagen, der Torwart. Und wieder Icing. Wieder unerlaubter Weitschuss. Aber die Taktik ist... jetzt das Ergebnis halten, keine Experimente mehr im eigenen Verteidigungsdrittel. Wenn man sich unsicher ist, wo der Gegner, wo der Mitspieler steht, dann raus mit dem Dingen, raus aus dem Drittel und lieber ein Bulli und Möglichkeit zum Wechsel. Immer wieder der Blick zur Uhr, 17:46, das heißt also 2 Minuten und 14 Sekunden noch zu spielen. Und sollte jetzt Köln den Anschlusstreffer erzielen, meine Güte, es gäbe eine spannende Schlussphase. Jako, raus damit. Oh, der Peter Geiler, der ist mir da wirklich ein bisschen leichtsinnig zum Schluss. Aber Krüger. Ralf Krüger. Schön. Auf Hardy gespielt. Romberg. Schuss. Romberg. Rein ins Drittel. Krüger. Oh! Ah, das konnten sie nicht sehen, eine Rangelei. Abseits, abseits, abseits. Trotzdem hält Fuß. Und da eine Strafe gegen Sikora. Gegen Miroslav Sikora. Ah, er reklamiert auch gar nicht und fährt zur Strafbank. Das müsste es eigentlich gewesen sein, meine Damen und Herren. 1 Minute 33 vor dem Ende, 2 Minuten gegen Köln, gegen Miroslav Sikora. Er konnte heute kein Tor hier erzielen, während meine Stimme so langsam heiser und heiser wird, dieser Miroslav Sikora. Er saß nur zweimal auf der Strafbank. Die entscheidenden Tore schoss der Torjäger auf der anderen Seite. Matiako. Aber Sie hören, es gibt eine Disziplinarstrafe, das heißt also 5 gegen 5 weiterhin. Und ein Zuschauer hier sagte es gerade ganz richtig neben mir, eine 2-Minuten-Strafe wäre für den ECD in dieser Phase sicherlich günstiger gewesen als eine 10-Minuten-Disziplinarstrafe, denn der Spieler wird nicht fehlen, sondern sitzt da jetzt nur seine 1 Minute ab und dann ist Schluss. Naja, was soll's. 5 gegen 5 also in dieser Schlussphase.
Kusa. Foul, da. Steiger. Krupp. Spry dazwischen. Bange Sekunden für den ECD. Daniels. Ja, aber das sieht nach Icing aus. Jawohl. Zum wiederholten Mal jetzt Icing. 57 Sekunden vor dem Ende. Und die Fans schon in den Schlachtgesängen. So ganz allmählich freuen sie sich alle hier mit dem 2:0 an. Sie sehen es, meine Damen und Herren, Auszeitende für den Kölner FC. Das ist ja eine neue Regel. Der Trainer darf einmal im Spiel eine sogenannte Auszeit nehmen, wie im Basketball. Nochmal sich besprechen, nochmal sagen, Freunde, das und das haben wir jetzt vor. Und die Kölner haben einiges vor, denn sie haben den Torwart rausgenommen zugunsten eines sechsten Feldspielers. Das Ganze 57 Sekunden vor dem Ende beim Spielstand von 2:0 für den ECD Iserlohn. Das Tor ist leer. Da wird... Ja, da spielen die Nerven jetzt auch nicht mehr mit. Tor verschoben. Das Tor verschoben, Bulli. Glück für Iserlohn, da hätte man auch ein bisschen anders pfeifen können. Denn gegen Absicht den Tor verschieben, kann es auch eine 2-Minuten-Strafe geben. Jetzt versucht er mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln dieses 2:0 über die Zeit zu retten. Verständlich aus Iserlohner Sicht. Sie haben tapfer gekämpft, besonders im zweiten und dritten Drittel. Nachdem es im ersten Drittel ja überhaupt nicht lief. Zerfahrenes Spiel. Und Fuß hat die Scheibe. ...37 Sekunden noch. Das müsste eigentlich reichen, selbst wenn die Kölner jetzt noch ein Tor machen. So, und das ganze Spielchen kennen Sie ja schon. Nun nimmt der ECD Iserlohn eine Auszeit. Wir gucken uns mal eben an, die Zeit. 19:23. Zeigt die Uhr im dritten Drittel, Spielstand 2:0. Jetzt nimmt der ECD Iserlohn, wie gesagt, seine Auszeit. Letzte Beratung. Das ist natürlich alles auch ein bisschen taktisches Geplänkel, um die Geschichte über die Zeit zu bringen. Trainer Jan Eiselt hier neben Krüger und neben Pokorny gibt letzte Anweisung. Der Tscheche, er hat ja tolle Arbeit geleistet hier in Iserlohn. Aus der grauen Maus der Bundesliga eine Spitzenmannschaft gemacht, die dem KEC, die den Haien heute die Zähne gezeigt hat im zweiten Halbfinalspiel der Playoff-Runde um die deutsche Meisterschaft. Das ist richtig raus. Das Kusa! Oh! Das Tor ist leer, das Kölner Tor ist doch leer. Die letzten Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Das Spiel ist aus. 2:0 gewinnt der ECD Iserlohn. Riesenjubel hier in der Iserlohner Eissporthalle. Und da ist die Siegermannschaft. Durch Tore von Marti Jako in der 36. und 42. Spielminute. Zum Spieler des Abends gewählt wurde Marti Jako. Gar keine Frage, Spieler des Abends Marti Jako. Der Spieler mit der 21. Er hat dieses Spiel mit seinen Toren entschieden. Es wird mit Sicherheit in Iserlohn am Sonntag ein viertes Spiel geben. Vielleicht sogar ein fünftes Spiel. Verdiente Ehrung jetzt durch eine heimische Zeitung für den ECD, für Marti Jako. Spieler des Abends
und auch Sportler des Jahres hier in Iserlohn, diese Mannschaft. Gar keine Frage. Das soll es gewesen sein, meine Damen und Herren. 2:0 gewinnt der ECD Iserlohn gegen Köln und wird noch einmal hier an dieser Stätte im Halbfinale gegen die Kölner spielen. Sie waren ihre Außenseiterchance, vielleicht doch noch ins Finale zu kommen.